Yo, was geht ab, Leute? Team Mobbelt hier. Heute mit einem kleinen Review zu einem Ultimate Guard Artikel, den die uns geschickt haben. Die sponsern uns ja jetzt und da haben wir mehrere Artikel bekommen. Da haben die das ganze Team ausgerüstet und einer dieser Artikel ist eben diese Deckbox, brandneu. Haben sie erst vor kurzem auf so einer Messe vorgeführt und wir dürfen uns natürlich schon mal den genau anschauen für euch. Jo, ich bin ein Fan von diesen großen Deckboxen hier. Richtig geil, also das ist eine Twin Flip and Tray, heißt die. Ja, hier zu weiß, richtig geil, ich liebe diese großen Deckboxen. Hier auch ein paar Bilder, eine Beschreibung sozusagen. Hier in vier Sprachen, was es beinhaltet, Material und alles. Genau, so schaut sie aus. Jetzt schaue ich gleich mal, jetzt lese mal kurz was vor. Also diese Deckbox bietet Platz für bis zu 200 Karten, der Steuerung durch die zwei Hüllen, drei herausnehmbare Fächer, zwei für Karten, eins für Würfel und so, direkter voneinander unabhängiger Zugriff auf jedes Karten- oder Zubehörfach, innovative Zinn-Oberfläche mit Anti-Rutsch-Textur, Innenseite aus hochwertigem Mikrofasermaterial, extra starker Verschluss mit 5 Magneten, super robuste zweischichtige Außenhaut für maximalen Schutz, optimiert für alle Varianten von Karten und Hüllen. Sprich auch jetzt für Yu-Gi-Oh!, Magic und was auch immer. Jetzt machen wir die Deckbox mal auf hier. Schauen wir uns mal genauer an. So, da hätten wir sie. Hier Ultimate Guard Logo, ja, schöne Grüße. Hier auch nochmal der Name von der Deckbox. Genau, jetzt schauen wir mal, das ist jetzt hier diese rutschfeste, was angeschrieben wurde. Die Sinnoskin-Oberfläche, ja, anti-rutschfest, richtig geil. Machen wir den mal auf, hier sind die Öffnungen. Die 5 Magneten sind hier, ja. Schöne Mikrofaseroberfläche. Richtig geil, Ultimate Guard. Hier sind die Fächer. Holen wir mal raus. Mit zwei Deckboxen. Einmal Würfel und Zubehör. Ja. Innen drin auch alles Mikrofaser. Richtig geil. Also bis jetzt sehr schön. Gute Naht. Ja. Ich habe jetzt hier auch den Vorgänger, den ich auch von Ultimate Guard bekommen habe. Haben wir ja mal ein Review vor ein paar Monaten gemacht. Genau. Könnt ihr nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Genau. Machen wir einen Vergleich. Also diese Deckbox wird so aufgemacht, sprich sie hat auch zwei Fächer, aber ein nicht herausnehmbares, ein herausnehmbares. Auch mit der Würfelbox. Ja. Und das haben sie halt ein bisschen anders jetzt gemacht mit zwei herausnehmbaren. Und man kann es auch so aufstellen. Sprich, bleibt dann so. Ja, da kann man die auch Deckboxen dann auch draußen lassen, dann immer wieder reintun, zum Beispiel. Schauen wir gleich mal, ich lege mal meine Karten da rein. Wir haben jetzt diese Deckbox vergrößert, die war auf maximal 160 Karten, die sind jetzt auf maximal 200 Karten. Richtig geil. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur das mittlere Fach brauche. Recht stabil, Magnet hält, ja. Starker Magnet, sehr gut, ja. Deckbox echt super. Fast alles, finde ich super. Hier gibt es auch noch einen Katalog von Ultimate Guard, ja. Da stehen viele Sachen drin. Also bevor wir zum Katalog gehen, hast du noch eine Nachricht an die Fans? Genau. Das heutige Wort für das Gewinnspiel heißt
Spiel. Alles klar. Genau, hier sind halt auch viele Sachen drin. Auch mit diesen Deckbox, und zwar hier. Wir haben die alte Twin Flipping Ray 160, das ist die hier. Mit den Farben, hier ist die neue, mit 200 Karten, mehr Farben dazu. Ja, eine gute Auswahl, kann man eigentlich sich echt was aussuchen. Hier stehen auch hier Bilder, Beschreibungen, alles mögliche. Richtig cool. Geile Deckbox. Ja. Sehr robust. Ich bin sehr zufrieden. Auf jeden Fall nochmal Dank an Ultimate Guard für ihre tollen Produkte und dass sie uns sponsern. Checkt die auf jeden Fall mal ab. Ansonsten bleibt dran für das Gewinnspiel und will mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab und leidet nicht so viel.